Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an diesem regnerischen Tag. Ja, in den letzten Folgen haben wir ja das Schafdingens da, den Stall gebaut und den Turm noch etwas erweitert. Und ich hätte den Turm eigentlich noch gerne noch mehr erweitert. Dann gucken wir eben, was wir dafür brauchen. Das war nämlich Sand und... Sand haben wir wieder ein bisschen sogar. Ich glaube, die 35 reichen erstmal. Und Kies brauchen wir. Und natürlich, die waren da drinne. Der schwarze Farbstoff. Um hier genau den schwarzen Trockenbeton dahin zu kriegen, der hier nicht angezeigt wird. Kann ich den nicht so... Schwarzer... Ja, natürlich nicht. Da müssen wir warten, bis der gleich hier angeschlichen kommt hier. Grau, rot, schwarz. So. Bisschen blöd gemacht, aber naja. Das ist Beschweren auf hohem Niveau. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal in den Regen. Und säen den mal wieder aus. Ich hoffe, hier sind nicht so viele Monster unterwegs, weil es ja ziemlich dunkel ist. So. Dann einmal den ganzen Beton ja mal rein, bitte. Damit er sich voll Wasser saugen kann. Ich frage mich, ob das auch einfacher geht. Vielleicht mit einem Eimer daneben craften oder so. Wäre natürlich eine schönere Maßnahme, als hier im Wasser rumzuplanschen. Bei so einem Wetter, Freunde. Naja, viel Beton ist das nicht. Ich glaube nicht, dass es für die beiden Dinger da reichen wird, die wir noch brauchen. War das jetzt 36 oder so, ne? Ne, noch nicht mal. 32. Ja. Und dann auch noch so ein regnerischer Tag heute. Willst du da machen? So, ich renne natürlich wieder, weil wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Ein paar Level kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Noch einer. Und die Hundis kriegen noch ein bisschen Fleisch. Das ist ja auch nicht schlecht. Ei. So. Ein paar Kampfzähnen kann man auch immer gebrauchen hier im Let's Play. Oh. Zack, und wo ist er jetzt? Zack. Weg mit dich, Freundchen. Oh yeah. Spinni die Spinni! Auf die Fräse, du! So. In den Bogen sind wir unschlagbar. Hast du so gedacht, du? Mann, es ist aber auch dunkel, du. Selbst mit der Fackel in der Hand. Sieht man fast gar nichts. So. Da war ein Creeper hinter uns. Auch ganz schön immer. Aber es war ja nicht Nacht. Ich wollte ja schlafen eigentlich, aber es... Ja, ist ja gut jetzt. Ganz ruhig. Schnell zum Türmchen.
Könnte natürlich besser schlafen jetzt, aber naja. Dann gehe ich nochmal im Regen raus. Gar kein Problem hier. Uiuiui. Es ist aber auch ein Unterfangen mit dem Turm. Au. Ich bin der erfolgreichste Klippspringer aller Zeiten. Jetzt hört es sogar auf zu regnen. Das ist doch mal ganz angenehm. Okay, hier hätte es sowieso geschneit. Nicht geregnet. War da gerade ein Monster? Nee. Hab ich mir nur eingebildet. Nee, du bist voll eingebildet. Bin ich nicht. Ich bin nicht eingebildet. Ich bin zweigebildet. So. So, ich denke mal, das reicht mal gerade für diese Seite, wenn überhaupt. Da müssen wir wohl noch ein bisschen auf Tintenfischjagd gehen. Wohl oder übel. Ja, reicht nicht mal für diese Seite. Oh oh. Uiuiui, das war echt knapp. Das war ja wohl echt knapp. Freude. Eieieiei. Da muss ich diesmal besser aufpassen, auf jeden Fall. Wir brauchen ein neues Essen. Oh oh. Jetzt wird's kriminell. Zum Glück keine Bogenschützen, die würden uns jetzt den Gar ausmachen. Aber ich habe noch einen goldenen Apfel im Notfall. Vielleicht schnapp ich mir den jetzt auch einfach mal. Denn das ist mir zu gefährlich. Schnell zurück nach Hause. Mann, oh Mann. Jetzt da ein Creeper noch gestanden hätte. Ich fall da runter und dann am besten noch ein Creeper hinter mir. Bam. Und tot. Kann passieren, würde ich mal sagen. So. Aber wir rennen jetzt mal ganz schnell nach Hause. Damit das nicht passiert. Ist wohl nichts mit Treffen, ne? Alter Zausel, du. So, schnell hinein. In die Jute-Stube, damit wir uns noch schnell hinlegen können. Oi, was ist denn hier los? So, da muss ich mir erstmal neues Essen besorgen. Gut, dass ich den Apfel noch mit hatte. So. Damit ist der Hunger auch Geschichte. Was mache ich jetzt eigentlich mit den ganzen Gerüsten? Die tue ich, glaube ich, erstmal hier rein. Da, 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 da. So. Dann würde ich sagen, Plünderung. Plünderung. Ich gehe hier lieber raus. Und dann gehen wir mal wieder gucken, ob wir nicht ein paar Tintenfische finden. Hier muss auch noch irgendwas hin. Ich weiß noch nicht was. So, ich nehme natürlich wieder unser Bötchen hier, damit
Scheiß Fliegen. Damit wir ein bisschen schneller schwimmen können, quasi. Oh, ein Skelett. So. Dann gucken wir mal hier im Meer, ob wir hier nicht ein paar Tintenfische erledigen können. Ich sehe nur normale Fischchen. Müssen doch eigentlich auch Tintenfische sein, oder? Die, oder haben wir schon alle ausgerottet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall sehe ich keinen. Komm, mal ein hübsches neues Bildchen machen für... Zack. Wir müssen jetzt einen Tintenfisch finden. Das ist von größter Wichtigkeit. Ich glaube, ich habe hier alle ausgerottet. Entschuldigung. Es musste sein. Da hinten ist ja einer. Ist ja nun mal so, wenn der Mensch sagt, obwohl das, ich bin ja kein Mensch. Was bin ich eigentlich? Was bin ich? Was bin ich? Keine Ahnung. Ich bin ein Monster. Menschenähnlich bin ich auf jeden Fall. So, haben wir denn hier noch irgendwo einen Tintenfisch? Lass das Bötchen mal hier stehen, aber ich glaube, mit Tintenfisch ist im Moment schlecht. Das ist natürlich dumm jetzt. Ist hier noch irgendwo Wasser? Ich weiß es gar nicht. Ich war schon lange nicht mehr hier. Da hinten ist noch ein bisschen Wasser. Dann gucken wir doch da nochmal. Hallo. Was da so vor sich geht. Damit wir hier ein paar Tintenfischchen finden, nicht wahr? Tintenfische, wo seid ihr? Ich brauche euren Farbstoff. Für meine Drogen. Nein, ist nicht tief genug, glaube ich. Ja, ein andern Mal vielleicht. Kann man nicht mit irgendwas anderem, mit Kohle, kann man doch auch schwarzen Farbstoff eigentlich machen, oder? Warum geht das nicht? Das geht doch nicht. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja, Freunde, ich weiß auch nicht. Ach ja, übrigens, ich habe mich ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gesetzt. Ich hoffe, das passt jetzt so. In meinen letzten Folgen ist mir aufgefallen, dass es ziemlich nah dran war. Aber das kann man ja nicht vorher wissen. Nicht wahr? Hallo. So. Machen wir mal kräftig in die Wand fahren und wieder zurück. Vielleicht ist ja wieder einer gespawnt, so wie der da. Schlacht dich, du dreckiger Tintenfisch. So, da haben wir schon 10. Das ist doch mal mehr als einer, würde ich sagen. Das reicht mir erstmal. Damit können wir die eine Seite auf jeden Fall fertigstellen. So. Halt. Bremsen. So. Ist eigentlich hier schon voll? Nee. Das dauert noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Im Moment brauchen wir keinen Stein, aber ich kann die auch voll laufen lassen. Das ist ja gar kein Problem, nicht wahr? So. Kies und Sand habe ich noch. Dann warten wir noch einmal auf den Schwarzen. Da ist er schon. Geht nicht, weil...
So. Ich muss ja erst den schwarzen Farbstoff machen. So, wieder 32. Dann, wenn ich mir ein bisschen Sand noch besorge. Kies. So, dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Mehr ist immer gut. So, was mache ich mit den Knochen? Packe ich mal da rein. Das Fleisch auch. Die habe ich oben. Zack. So. Können wir gleich nochmal rüber zum Turm. Haben wir jetzt ja ein bisschen mehr von dem Stein. Und das freut mich.